Ja, haha, du sparst. Franz, mein Huber, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie. Au. Sie sind dieser Drecksamerikaner, oder? Der meinen Jäger Rudi getötet hat, hm? Ich muss sagen, Sie sind ganz schön zäh. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Ich könnte sie... Ja. Ich fühle mich wieder die Regimefotze. Wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind sie nicht als ein Regimeschwein. Au. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker. Hier, sehen Sie. Der Korinthenkacker. König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Ah, da sieht man das Bein. Das ist die Kombination, Sie Idiot. Na bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd. Jungs? Jungs? Du bist zusammengedaggert. Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Hm? Egal. Zeit zum Fressen. LOL! Warum killt denn jetzt Daddy? What the fuck? LOL. Budget. Wuhuhu! Alter, Mama! Warte mal. Wie man vielleicht gesehen hat, ist sein Maul rot. Oh, ich brauche jetzt mal Muni. Was macht der jetzt? Oh, Leute, jetzt kommen die auch noch. Lass mich doch mal durchladen, du Regimefotze. Sprengpatronen? Ja, Jungs, jetzt wird's scheiße. Alter, wollt ihr mich eigentlich hat ver... Hallo? Ich glaube, wenn der sein Maul offen hat. Ja. Das war nicht die beste Idee, die wir hatten. Kann es sein, dass wir mit 0 Sprengpatronen da den Typ mit Sprengpatronen kümmern, aber der liegt nichts rum. Der drückt mir, glaube ich, 80.
Auf! Nimm seine Faust, ist doch ganz schön fistig, Alter. Wie besiegt man den überhaupt? Danke für die Faust. Wo stehen denn die alle? Ich habe noch 0 Armor. 8. Unten stehen sie auch. Ich bin down. Ich weiß nicht mehr, wie ich den überhaupt besiegen soll. Da liegt Armor. Da liegt 80. Okay, Jungs. Bounce. Ich komme mir vor, wir räumen hier irgendwie. Auf jeden Fall ins Maul schießen. Du hab's selbst ich schon verstanden. So, wir haben noch 40 Leben. Läuft richtig sexy. Nein, nicht vorne abräumen. Nicht, hier liegt auch nichts mehr rum, was Leben betrifft. Ne? Danke, Mate. Ich bin down. Jungs, ich habe absolut keine Ahnung. Beobachte die Bewegungen des Ungetüms seinen nächsten Angriff voraus. Das sind ja, das ist mir schon bewusst. Dann besiege das Monster. Was noch? Helge hat ein altes Hornissen in ein altes Hornissennest gestochen. Ich muss mich erstmal um dieses Riesending kümmern. Ja, wie denn? Nonny nehmen. Wir müssen erstmal ein wenig Stille hier reinbringen, dass ich wieder den Typ treffen kann, wisst ihr? Ich schieße am besten mal gar nicht, sondern lass mal das Monster weg. Darf nicht verfehlen. Ne, Alter! Du mieser Hurensohn! Wenn ich halt 300 Schüsse hätte, ne, wäre das ganze Ding schon ein wenig entspannter. Ja, die ist mir wurscht. Oh, vielleicht nicht. Der ist blind, so viel sehe ich. Obwohl ich sehe eigentlich gar nichts. Oh. Mama, ich will dir ja nicht böse sein, ne? Aber du gehst mal auf den Sack. Der drückt voll unfassbar hart, ne? Was soll ich denn eigentlich...
Was soll ich denn eigentlich ins Maul schießen, wenn ich nichts hab? Da war noch irgendwo eine Sprengpatrone entgegen, letzten Durchgang, oder? Danke. Was will ich denn mit Schockkammer-Muni? Da. 3 Stück. 4 Stück haben wir, lol. Oh, warte mal. Das war nicht gut. Das war gut, das war ein Treffer. Gib mir 3 Treffer und ich bin hart zufrieden. Ich sollte mir vielleicht erstmal ein bisschen wieder Medi, obwohl uns geht's eigentlich noch ganz gut. Alter, gehst jetzt mal Bruchtuch und so. Wenn man mit Nades kann, muss ich den, glaube ich, gar anfangen zu killen, oder? Wo kommen ja nicht mehr her? Von da oben. Das war wieder nicht getroffen. Schau mal kurz die Arme, die lacht doch da auf. Da lacht sie. Wollte nur 25, gell? Also liegt auf jeden Fall sehr viel Muni rum, liegt noch ein Knife. Aber 25 kann man hier auch gleich mitnehmen. Alter, wir werden schon. Was bringt eigentlich auch Schockhammer? Mich würde mal interessieren, mit wie viel HP das so datiert ist. Okay, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann ziemlich am Ende habe. Aber ich glaube, der macht gerade mehr Attacken hintereinander. Es wird interessanter. Oh, jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt muss ich mal kurz hier unten, weil er hört mich ja nicht. Der hört vielleicht Himmel Maria oder so eine Scheiße. Aber mich hört er nicht. Das hat echt Mühe mit Wegrennen zu tun. 170 Schuss, das geht eigentlich. Komm mal auf, Nate 1, Nate 2. Da haben wir 72 Schuss. Brauche ich aber noch nicht. Da muss mein Spiel gerade gefreest. Ey, aber ich krieg noch Schaden. Lol, mein Spiel ist, glaube ich, aber im Arsch. Mehr kommen, wenn es gar Gegner mehr kommen, wäre es ziemlich sick. Nein, nicht die Attacke, die Scheiße. Das ist eigentlich voll geil, was ich hier gerade habe, ne? Oh, jetzt nimmer. Wie ich mich hier angeguckt habe, ist schon ziemlich sick. Wir haben 5 Armor noch gefunden. Ich müsste aber die Gegner killen, dass ich die Armor wirklich bekomme. Oh, guck mal. Habe ich noch was anderes, mit was ich auf den schießen kann? Kampfpistole ist leer. Ja. Ich meine, ich habe genug Schuss, das ist nicht das Problem. Nein, nicht, genau eine Dia-Tage, der muss ich ausweichen. Was macht er? Was macht er? Ist er down? Ich glaube, ihn nervt es aber, dass ich ihm gerade ganz in die Fresse schieße. Oh oh. Alter, was so ein Hurensohn, ich war so weit.
Kampfpistole anfangen war schon eine recht gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss warten, bis er erst zu mir kommt. Da links, ne? Alter, willst du mich verficken? Wie gut ist hier so effektiv kämpfen? Eine bloß? Jawohl, nice. Okay. Ich bin gerade ein wenig am Konzentrieren, weil solange hinter mir keiner kommt, ne? Ist die Sache nicht so scheiße. Das war mir sich beruhigt. Der hat auf jeden Fall schon Blut im Maul. Die Kampfpistole macht schon ihren Damage. Halt, wie der Blut schluckt. Ich glaube, 5 Treffer in der Kampfpistole, also jetzt noch. Das war's, das war schön. Au! Ich hoffe, man hat's halbwegs gut gehört. Ich weiß nicht, wie leise ich die Audio. Oh, die ist ja voll auf mir. Ist sogar keiner mehr. Das wäre noch ein sehr schöner Hit. Ich nehme einfach mal alles mit, was wir hier finden. Jetzt sollen wir vielleicht mit der 4 weitermachen. Jetzt macht er wieder seine Aktion, aber jetzt wird er aggressiv. Wir haben 100. Wir haben auch gerade sau viel Arme, wir können es eigentlich ausnutzen. Oh. Alter, Jungs, jetzt wird es nämlich interessant für mich. Jetzt könnte man es nämlich vielleicht schaffen. Ja, wir müssen auch durchgehend rennen. Sonst haben wir keine Chance zu überleben. Sollen wir heute ein bisschen runtergehen? Wir haben's! Wo ist denn die Akte? Das Ungetüm. In den Tunneln tief in der Wolfsburg führten König Ottos gelehrte okkulte wissenschaftliche Experimente durch, die auf Fragmenten von alten Pergamenten beruhen. Aus irgendeinem Grund ließ der König die Stadt niederbrennen. Alles, was sich in den Tunneln befand, wurde verschüttet und geriet in Vergessenheit. Dessen 2 Goldhammer vergessen, so viel sehe ich. Falls auch Endkampf kommt, ich habe auch gerade das ganze Bild, ich glaube, hier geht gerade ganz Wolfsburg runter. Deswegen sollten wir uns vielleicht beeilen, aber ich weiß nicht, ob die Akte müsste da hinten sein. Ja, chillax mal. Jetzt habe ich gerade echt den scheiß Vogel da besiegt. Na, im dritten Versuch glaube ich sogar, das ist glaube ich ein ganz guter Schnitt. Aber ich glaube, dass unser Bolzenschuss auch saugut gewirkt hätte. Die lebt ja sogar noch. Lexus, tut mir leid. Ich hab's nicht kapiert. Sie hatten nie die Kontrolle. Streng geheim.
Scheiße. Scheiß Tote einfach überall. Fergus. Da ist er ja. Fergus. Kommen Sie, helfen Sie mir, Sie fauler Hund. Fergus Reed. Wie geht's dem Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße, Verfluchter. Komm, junge Dame, wir müssen dich hier wegbringen. Ja. Amerikaner haben Wulfburg genommen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopfs Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie das glauben? Ich habe diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht dran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß drauf. Faster. Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stemme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. Sechs Triebwerke, das Ding. What the fuck? Errungenschaft hält. Jetzt merkt man nämlich auch ganz gut, warum die Old Blood vor den New Order spielt, weil die ganzen Flugzeuge, das kannst du jetzt so sehen wie das Intro von den New Order, dass die Flugzeuge Richtung Totenkopfbasis fliegen. Natürlich, wer das LP gesehen hat, beim ersten Mal gescheitert, beim zweiten Mal lief es dann umso besser, sagen wir es mal so. Das ist die perfekte Überleitung. Ich glaube, ich muss das Lied nicht rauskarten, ich mache es mal lieber ein bisschen leiser beim Schneiden. Das Spiel hat sehr, sehr wenige bis keine Passagen, wo man mal nicht unbedingt ballern muss. Man kann es natürlich sneaky machen, der knift mal ein bisschen. Ich werde das Spiel, den Prolog zumindest, werde ich noch, oder mache ich das 8. Kapitel nochmal? Ich werde das 8. Kapitel eh machen müssen, weil ich das auf Extrem nochmal durchspielen will, welchem Achievement. Da reicht nämlich, wenn es ein Kapitel nochmal maxt. Allein schon, dass ich die Kampfpistole habe und den Kommandanten, das kann ich ja im letzten Kapitel. Na, schaffe ich aber bloß 3, ich brauche 4. Ich werde das erste Kapitel nochmal spielen. Ich muss das ganze Spiel nochmal durchspielen, weil ich will das ganze Gold ja auch noch haben und die ganzen Albträume. Und wenn ich dann immer an den Stellen bin, wo es noch schon Albtraum ist, da schneide ich dann rein. Sag ich mal so. Das Spiel an sich ist, glaube ich, kürzer von der Spielzeit. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben. Ja, warte mal, im Spielzeug, ich kann es vielleicht ein bisschen grob ausrechnen, 7 Stunden, 21 Folgen. Zwischen 20 und 25 Folgen jetzt haben, denn die Order waren genau 25, mit 3 Spezialfolgen, also eigentlich 28, aber es ist 25, sag mal da. Das Spiel ist sehr geil, dass man Zombies hat, finde ich auch richtig, richtig nice. Das Monster am Schluss, man muss halt wissen, was geht, ne? Ich soll mal darauf achten, wo die roten Stellen vom Fadenkreuz sind, war auch bei dem Typ im Gasthaus so, dass auf den Elektrodingern war rotes Crosshair. Also wo der Typ amerikanisch schon hatte, das, wie hieß der Typ nochmal, mit seinem Scheißhund, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. Aber es ist wirklich sehr geil, ist im alten Stil gehalten. Das müsste dann eigentlich, weil das Intro von Totenkopf war 1946, sind dann die deutschen Griechen ja quasi, 45 haben sie den Krieg verloren gehabt, macht Sinn ein Jahr später, dass man angreift. 1960 haben wir das zweite Mal besiegt, weil wir mal in der Nervenklinik waren und so. Also quasi kann man sagen, dass den New Order 1946, 1945 je nachdem spielt. Jetzt wird's aber schön laut. Leck mir am Arsch, jetzt wird's schön laut.
1946 spielt der New Order. Dass man als Zombies mit reinbringt, macht Sinn, welcher Monster, welcher der Explosion, aber warum jetzt das Monster die Zombies auslöst oder warum die Soldaten sich verwandeln, wenn man sie ein bisschen anschießt. Ja, okay. Ist mir aber nicht so klar. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass 2018 Q2 müsste ein neuer Teil kommen oder vielleicht noch 17 Ende vor Weihnachten, halt immer, wie es halt immer so schön ist. Ich glaube, es ist indirekt ein neuer Teil angekündigt von Wolfenstein. Müsste da mal googeln. Ja. Wie gesagt, das Projekt kam alle zwei Tage, 19 Uhr. Oder vielleicht jeden Tag 19 Uhr. Vielleicht einmal einen Tag Pause. Ich werde sie alles schon rendern und hochladen, wenn ich jetzt durch bin. Also wenn halt die New Order durch ist, ist es ja schon. Da ist hier ein bisschen Platz auf der Festplatte, aber ich habe die Rote dann immer aufgehoben, bis das Projekt durch ist. Falls da mal irgendwie Copyright kommt, dass ich es neu rendern kann. Ja, das Spiel an sich ist sehr, sehr gut. Gut, ich hatte den Grafik-Lag, woran das lag, vielleicht lag es an der Aufnahme, keine Ahnung, es war ja nicht so oft. Geht ein bisschen an einen anderen Stil, die Goldsachen, das hat einfach random verschreut, das sind einfach nur einfach Gold und dann die Nummer und nicht goldene Lunula, goldener Bilderrahmen, goldene Uhr, goldener Hase, ist es alles gar nicht, das geht einen anderen Weg. Hat die Hälfte der Kapitel, aber trotzdem, da ist ja länger die Kapitel, gut, ich habe sehr viel durchgesucht, deswegen muss man sagen, jetzt wird es so unfassbar laut, ne. Deswegen muss man sagen, ich hätte vielleicht auch in 10 Folgen weniger machen können. Das war der Großteil. Ich werde die Albträume jetzt noch durchspielen, die sicher. Die ganzen Vorteile werde ich sicher durchspielen. Und die Herausforderungen kommen ja auch noch. Herausforderungen, was auch immer freigeschaltet, die gehen wir auf jeden Fall auch an. Wie die gehen, muss ich dann nochmal schauen, wenn ich es aufnehme, mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. German Testers, Heiko Kaspers, Detlef Richter, Christian Hermann. Aber... Also die Herausforderungen kommen noch, die ganzen Albträume, also die Albträume werden eine Folge, vermutlich mit den Vorteilen, wie quasi die Enigma Codes und die Vorteile von der New Order. Wir werden es in eine Folge packen, dann die Herausforderungen, ich weiß nicht, wenn es 8 Kapitel sind, in jeder Folge 2, muss man gleich auf Gold abschließen, laut Achievement. Wenn es 8 Folgen oder 4 Folgen, je nachdem, ich werde bloß 2 Folgen, wenn die recht schnell gehen, keine Ahnung. Man merkt aber recht schnell, dass das Magazin nur 30 Schuss hat, weil... Dir geht so schnell die Muni aus, weil du hattest ja beim anderen 45 oder 53 nach dem Upgrade. Ja, wie gesagt, das Spiel an sich kann man sich holen. Auf Steam 20 Euro, auf MMOGA. Deutsche Version, glaube ich, 7 oder 8. Die nicht deutsche. 6 oder 7. Müsst ihr über VPN aktivieren. Wo steht die deutsche Ding? Wolfenstein ist eine fiktionale Geschichte, die im fiktiven mit 1946 spielt, damit Figuren, Organisationen, bla bla bla. Bla bla bla. Also 1946 sind wir wirklich am Start, das leckt aber schon beim Hochscrollen, ne? Sau unscharf, keine Ahnung. Ja. Bing Video Machine Games Bethesda. Jetzt check mal kurz das Hauptmenü ab. Was abging, also in 7 Stunden durch, ich glaube mit der New Order ein bisschen länger gebraucht. Aber das Monster auf Extrem besiegen, das wird echt schwer. Wir wissen jetzt, wie es geht. Können jetzt einmal kurz gucken. Extras. Sammelbar, sonst fehlt ja so viel. Also guck mal, Gold. In jedem Kapitel gibt es gleich viel Gold. Wir haben 4, 5, 6. Da haben wir nur 1 gefunden. What the fuck. 7, 8. Nochmal 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 33 haben wir. Warte mal, nee, stopp. Ich habe Bullshit erzählt in den letzten Folgen. Du musst jedes Gold finden, dass du das Achievement kriegst. Also jedes Gold finden, das wird interessant. What the fuck. Gerade da Kapitel 2, da fehlen ja schon mal 7. Da unten haben wir eigentlich ganz gut aufgeräumt. In die letzten drei Kapitel haben wir eigentlich sehr gute Ausbeute gemacht. Da am Anfang halt ein wenig verkackt, aber es geht eigentlich. Zeichnungen dürftbar. Habe ich auch alle vorgelesen, hoffentlich. Haben wir hoffentlich alle. Doch, eine fehlt. Wolfsburger Kanal und danach das da. Charaktere fehlt schon mal wieder einer. Da, also jetzt fehlen da echt ein paar, ne? Alter, gerade am Ende. Briefe fehlen uns auch ein paar. Wir haben letztens gar nichts mehr gefunden, ne? Ja. Gehen wir mal auf Statistik. 6.000 von 10.000 Punkten, da haben wir.
Wir haben 11 Mal draufgegangen, 1002 Kills gemacht, naja, kann man glaube ich machen, 6000 von 72.000 kann man mal machen. Heimlich 72, Kopftreffer 200, oh, Schüsse 13.000, geht eigentlich. Können wir gleich mal gucken, wie viel Schuss uns jetzt noch bei den Vorteilen fehlen. Rohr 45, Schwermaschine im Gewehr, 147 von noch 53. Wo ist jetzt überhaupt mein Bombenschuss? Ne, nicht Bombenschuss. Mit der schweren Pistole da. Messerwurf 5, mit zurückgeworfener Granate hätte man vielleicht mal machen können. 10 Drohnen, 28 Kommandanten, davon aber nicht alle leise. 287 Headshots bei wie viel Kills? 1000. Oh ja. 172 Pistole, Sturmgewehr, Bombenschuss, Schrotflinte, Schockhammer, Granate, Messer, Rohr. Das steht irgendwie gar nicht da. Rutscht mit Anlauf um sogar einem. Messerwurf 5, naja, läuft doch. Wie gesagt, 4000 Munde gilt es noch zu spielen. Mal gucken, was es jetzt hier noch so gibt. Kapitel. Man sieht es ja ganz gut. Hier fehlt zum Beispiel der erste Charakter. Ja, auch. Ja. Fehlt immer der erste. Und haben auch die Briefe. Also, wir haben die letzten Briefe alle vergessen. Da haben wir den ersten auch vergessen. Also, ich glaube, die Briefe haben wir. Burg Wolfenstein einer. Und wir müssen also das ganze Spiel nochmal durchspielen. Herausforderungen. Warte, das ist Silber. Hä? Was ist denn das überhaupt für ein Ding? Also ist ja jetzt mal egal welche Ding, ne? Aber der, der es aufsteckt, das ist doch noch nicht Gold. Also es gibt ja Achievements, ne? Können wir jetzt auch mal kurz anschauen, wenn wir schon dabei sind. Bis auf Story und die ganzen Vorteile haben wir ja noch nichts. Also mit beliebigen Schwierigkeitsgrad, das nächste wäre jetzt Kessler retten und extrem schließen. Ich habe gesagt, Kapitel 8. Und wenn du oft extrem abschließt, hast du auch gleich die beiden Chiefs, wenn du Kessel machst, hast du gleich drei für einmal. Alle Albtraumlevel, gut, die machen wir sowieso nochmal. Auf diese Herausforderung eine Goldmedaille. Das sind die ganz anderen. Alle Briefe 64, also alle Gold. Vorteil Adlerauge, Kampfpistole MG. Also die drei auch noch. Müssen wir auf jeden Fall mal noch vorhaben. Aber das ist doch nicht Gold. Auf Friedhof 18.000. Also 400 ist ja irgendwie, dass man überhaupt die Medaille bekommt. Ich habe die noch gar nicht. Und dann, alter, Paderborner Brücke, 15.000. Das ist die besten Liste zum Beispiel bei Höhlen. Also Freunde, spielt ja keiner. Okay. Also wer das Spiel auf das Spiel Bock hat, kann man so ein bisschen challengen da bei den Dingern. Deswegen müsst ihr euch nicht extra holen, aber ich merke es halt mal kurz an. Ja. Das war Wolfenstein The Old Blood in einer, ja, in einem LP von mir und es spielt vor den New Order, deswegen war es vielleicht, ich habe es am Anfang auch direkt gesagt, wie gesagt, das wusste ich, dass es davor spielt, 1946, den New Order spielt ja hauptsächlich 1960, deswegen auch hat man dann das bessere MG oder die AK, was auch immer. Ich weiß nicht, wie folgendes wird, auf jeden Fall kommt noch was von The Old Blood, die ganzen Herausforderungen, die Vorteile, das muss ich jetzt zusammenschneiden, also das wird schon morgen kommen, weil ich spiel's halt, ich muss jetzt nicht im LP durchspielen, ich kann auch durchrushen, ich weiß nicht ungefähr, was ich brauche. Den wird nebenbei auch mit YouTube-Video vermutlich laufen, also das MG-Träger jetzt nicht, weil da weiß ich, was ich mache. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, alle, die dabei waren. Viele haben sie auch, nennen wir es mal, gefordert, ob ich es auch spiele. Ja, ich spiele es natürlich. Wie gesagt, wenn wir Eug und Sub-Reihe durchziehen, dann ziehen wir Wolfenstein-Reihe auch durch. Wie gesagt, 3D spielt man, aber ich glaube, da gibt es keine deutsche Version dazu. Habt ihr ja quasi oft genug gesehen. Da haben sie es geändert, das finde ich gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gemacht. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es ankommt. Die erste Folge kam noch nicht, wo ich jetzt hier gerade aufnehme. Ja, auf jeden Fall kommen noch so, ich würde mal sagen, maximal 10 Folgen werden es, aber wenn ich, wie gesagt, Herausforderungen, wenn wir die immer auf Gold haben wollen, dann wären das schon pro Ding eine Folge, glaube ich. Aber jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, Liken, whatever. Wenn sie gefallen hat, könnt ihr auch rein subben. Falls ihr wegen Wolfenstein hier sind. Hauptsächlich kommt SSL, ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut. Vielleicht haben wir schon Flintlock, keine Ahnung, ich glaube es aber nicht. Aber auf jeden Fall jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuschauen bei Wolfenstein. The Old Blood. Bis zum nächsten Projekt, bis zur Shell Shock Live. Was auch immer, haut rein.